Na, weißt was? Vielleicht morgen. Also, jetzt kommt eine Angelgeschichte. Oh, Fisch. 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 Ja, ich könnte auch nebenbei gucken, wie man Bücher baut. Bücher baust du, indem du. Ich hab's vergessen. Ja, wahrscheinlich drei Blätter nebeneinander. Nee, eben nicht, du brauchst doch Leder. Ich will nur drei Blätter und drei Leder brauchst du. Also ein Bücherregal macht drei Holz. Warte, was? Was? Was hast du gerade gesagt? Ein Bücherregal macht man, indem man drei Holzblöcke oben, drei Bücher in der Mitte und drei Holzblöcke unten macht. Dann ein Zaubertisch, braucht man Diamanten, Obsidian und ein Buch. Können wir uns sogar glatt schon machen. Wenn wir genug Leder hätten. Nö. Ach so, ja stimmt, ich wollte nachgucken, wie man ein Buch macht. Ein Buch macht man mit drei Leder. Und man kann ein Buch und Feder, kann man Journal machen. Ja, genau, ein Und beschreibbares Tinte. Buch. Ist voll geil. Oh, ich brauche mehr Wetzel und Fackeln. Aber erstmal, also, finde jetzt erstmal die, die ich habe, und dann gucken wir mal. Tu mal die umsetzen, die wir nicht brauchen. Wie mache ich ein Buch? Das steht da nicht. Ich will nicht nur Verarbeitung, ich will gewinnen. Natürlich wird einem nicht gesagt, wie man ein Buch herstellt. Ah, drei Blätter übereinander. Doch. Was? Seit wann? Ich dachte, man braucht. Nein. Achso, ich habe eine Idee. Was? Das funktioniert nicht. Okay. Oh, man kann das Schaf wieder stellen. Wow. Hätte mich jetzt gewundert, wenn nicht. Ich habe einen Kugelfisch gefangen. Wow. Kann man Kugelfische machen? Essen, komm schon. Minecraft, cool. Kugelfisch musst du. Naja. Oh, verdammt. Okay. Kabeljau, gebratener Lachs. Das Clown Wir und haben so ein Kugelfisch. beautiful, so eine beautiful Treppe. Also Kugelfisch kann dafür sorgen, dass man sich Übelkeit bekommt, Vergiftung und Hunger drei. Geil. Wenn er in Ruhe ist. Ja, wenn er roh ist. Und was kann man mit Kugelfisch machen? Man kann aber nur Wir können. Kabeljau und Lachs anbraten. Ups. Mit Kugelfischen kannst du Tränke brauen. Okay. Also, später mal. Aber wenn wir brauen wollen, dann müssen wir erstmal. Oh toll, ich habe vergammeltes Ah! Fleisch gefangen. Yeah, ich bin wieder da. Aber man kann Fische, oh ja toll, man kann Fische auch verwenden, um Katzen damit Zu zu locken. zähmen, anzulocken, zu zähmen und zu züchten. Und großziehen. Das ist großziehen. Also, sie erwachsen zu machen. Ja, wahrscheinlich. Okay. Und man kann den Kugelfisch zum Trank brauen wirklich verwenden, um dann unter Wasser atmen für 3 Minuten. Ah, darf. Ah, okay. Ich hab. Wir haben aber noch nicht genügend von diesen Obsidian, damit wir uns ein. Ja gut, Obsidian kannst du farmen gehen. Dafür haben wir genug Lava da. Soll ich mir schon einen Zaubertisch und ein Bücherregal und so bauen? Also mit dem Bücherregal ist halt. Aber doch, könntest du machen. Mach was, das ist eine gute Idee. Aber wohin ist wieder die Frage? Wo ist die scheiß Lore? Ach, wo ist allgemein alles? Mein ganzes Zeug ist wieder verstreut. Oh, ich hasse. Ah, da ist ja noch Lore. Da haben wir ein Schwert. Da haben wir das andere Schwert. Da haben wir eine kaputte Spitzhacke. Eine ganze Spitzhacke. Da haben wir eine Lore. Da haben wir Fackeln. Da haben wir mein Brot. Wo sind meine normalen Fackeln? Das sind meine normalen Fackeln. Ich kann noch ein paar.
Redstone-Fackeln. Da haben wir eine Axt. Ich werde mir eindeutig dieses Brown Journal downloaden. Da gibt es nämlich so ein richtig fettes Bild, wo du dann gucken kannst, was du alles dazugeben musst, damit du was bekommst. Interessant. Also, wir haben jetzt inzwischen 5 Kabeljaus, ein Kugelfisch und ein verrottetes Fleisch. Es funktioniert! Oh, sie bleibt stehen. Das ist voll cool, damit kann man auch bremsen. Aber es funktioniert, so wie ich es gebaut habe. Geil. Nur das letzte Stück ist halt das Problem. Wie macht man, wo guckt man nochmal die Erfolge nach? Achievements, gute Frage. Ich habe meine Angel in den Grund geworfen. Und? Tja, da musst du laufen. Hab sie gefunden. Ja, ich hab sie gefunden. Also schön, dass wir beide beschäftigen uns mit Sachen, die nichts mit dem Thema zu tun haben. Aber das ist gut. Was? Gehört auch dazu. Man braucht abwechseln. Ja, man braucht Abwechslung, sonst ist das Spiel langweilig. Ja. Oh, gut, was machen wir jetzt? Was hast du denn alles geangelt? Ich habe 5 Kabel... ich habe 5 Kabel hier ausgefangen, ein Kugelfisch und ein verrottetes Fleisch. Noch keine Schätze. Nope. Aber ein Trash schon mal. Mhm. Okay, also. Wieder unter. Wie viel fehlt mir eigentlich noch? 1, 2, 3. Okay, mir fehlen. Also noch eine Ladung Gold brauche ich. Aber probier mal meine Strecke jetzt aus. Die ist viel besser geworden. Kannst einmal. Fahr einmal runter und einmal hoch. Warum tust du den Typen töten? Weil ich will Tinte. Dir. Kriegst du was von mir? Ich hab dir was gegeben. Warte, du gehst falsch weg. Da. Komm mit. Wir wollen das ausprobieren. Na gut. Also einmal einsteigen. Und dann erstmal runterfahren. Wird ein bisschen schnell. Du musst. Und wenn du unten bist, musst du aussteigen. Früh. Okay. Shift. Keine Ahnung. Ah! Oh. War cool. Okay. Jetzt ein bisschen vorwärts laufen. Ah. Aber es ruckelt noch ein bisschen, aber es ist cool. So, und ab wenn du nicht mehr vorwärts kannst, musst du vorwärts drücken. Ab der letzten. Okay. Oh. Nein! Ach, scheiße. Scheiße. Das wollte ich nicht. Auf Wiedersehen. Fick dich. Ich stell mir gerade vor, so. Es wäre so ein Green Life gewesen, dass du dann so raussteigst und links reinsteigst und zurück. Sie strecken so die Hände aus und sagen so, oh, Zombie, was? Was bist du denn? Oh! Was? Nein, geh weg! Was? Nein! Was ist da? Oh, ein Zombie-Dorfbewohner! Warum? Hä, warum? Die spawnen auch manchmal. Ist dann hier ein Dorf in der Nähe oder ist es einfach nur ein Manchmal ist die spawnen auch so. Wo sind jetzt meine. Ja. Also nachher, wenn du wieder abbaust, kannst du die Lohne unten nehmen und dann kannst du hochfahren. Es geht schneller als laufen. Okay, gut. Gut. Damit habe ich fast fertig. Wir brauchen noch einmal Dings. Und wir haben übrigens genug Obsidian für den Zaubertisch. Oh, haben wir. Oh, cool. Ja, wir haben 4 Stück. Ich esse mal den Kugelfisch, okay? Nein. Warum nicht? Weil der dich vergiften könnte, weil er dich dir Schaden machen könnte und weil er dich hungrig machen könnte. Oh. Oh, bist du dumm? Ich hab gesagt, du sollst es lassen. Ja, ich glaube, ich sterbe jetzt. Ui, das sieht richtig witzig aus. Ui. Oh. Ich hab Hunger. Da sagt man nein und dann macht sie es trotzdem. Das hätte unser Unterwasser ab.
Atemtrank werden können. Du kannst dir, also bis wir, du weißt schon, dass wir für einen scheiß Brauchstand in die Hölle müssen. Oh, fuck, okay. Das, vergesst, was ich gesagt habe. Also, der Braun... Der, ja, okay, wir müssen uns dann noch irgendwo dann so vorbauen und was weiß ich, wir werden eine große Base haben. Ja, natürlich, für so ein Projekt braucht man eine große Base. Ja, okay. Okay, machen wir weiter. Wir, jetzt, wo ich mein Eisen fertig habe, können wir einen Kompass bauen. Und Karten. Gell? Für Papier braucht man ja nur Dings, gell? Ja, braucht man nur die Dinger. So. Ich baue uns mal ein paar Bücher. Hier, nimm mal den... Machst du mir kurz für... Oder magst du, soll ich das machen? Das mache ich selbst. Genau. Aber dafür brauche ich erst. Hast du, wo ist das andere? Das funktioniert doch nicht. Okay, dann war das eine alte Version. Ja, aber ich weiß nämlich noch, dass wir ein Leder brauchen. Okay, gut, dann hat mich das verarscht. Danke. Manchmal ist das halt so. Craft Bücher. Krieg ich dann deinen Bambus? Damit ich ich habe den Bambus schon in Papier verwandelt. Dann gib mir mal kurz das Papier. Du kotzt. Nein, ich will keine echten Minecraft-Bücher. Leere Karte. Und ich brauche eine beschriebene Karte, richtig? Ah, okay. Wir brauchen ein Leder und müssen darum dann die drei Blätter platzieren. Geil. Okay, eine Frage. Wir brauchen eine beschriebene Karte, gell? Man kann auch mit. Ja, ich glaube, man braucht eine beschriebene Karte dafür. Sicher? Oder eine leere? Ich probiere es auch mit einer leeren aus. Oh, ich habe das Papier wieder geklaut. Scheiße. Ich brauche nochmal drei Papier. Lalalala. Nein, du brauchst mehr als drei Papier. Du brauchst nicht. Ich will erstmal gucken, ob es funktioniert. Gib mir mal den Rest einfach. Du musst außen rum bauen. Ja, eben. Deswegen brauche ich... Okay, man braucht doch eine beschriebene Karte. Okay. Habe ich das Gefühl... Oh, ich habe kein Brot mehr. Ich brauche erstmal Brot. Oh, das ist ein Enderman, der hat uns, glaube ich, einen Block geklickt. Der hilft uns! Der will auch abbauen! Oh, ich habe noch Dingsfackeln. Ich glaube, unsere Kiste ist langsam so ein bisschen voll. Ja, wir müssen mal ausmisten oder sowas. So, ich beschreibe mal unsere Karte. Oh, das ist aber klein. Das ist ja noch die kleinste Karte, das ist ja 1:1. Ja, guck doch mal, aber die ist echt süß. Also die ist eigentlich, finde ich eigentlich voll hübsch. Sieht voll gut aus. Ja, ich kann nur Pixel sehen, wenn ich jetzt angucken würde. Ja, nimm mal. Karte. Ja. Was machst du? Ich habe die Karte ausgefüllt. So. Das sieht echt witzig aus mit den Löchern. So, man sieht so unseren Balken. Ich gebe mal nochmal zurück. Wir können ja ein bisschen ausprobieren. Gib mir die Karte wieder. Ja, ich bin dabei. Was? Das ist so lange. So, jetzt will ich was ausprobieren. Und zwar... Nimm mal die beschriebene Karte und mach die mal größer, wie es dann aussieht. Also das war jetzt 1:1, jetzt sind wir bei 2:2, oder? Ja. 2:2. Das reicht, 2:2. Das darf ehrlich sein, das reicht vollkommen. Okay. Ich fülle die mal aus. Okay. Warte, wie lange muss ich laufen? Du hast eine relativ große Reichweite, also. Ach, ich muss Richtung da laufen. Hey. Das reicht vollkommen. Okay, wenn du meinst. Ja, glaube ich. Ja, aber ich finde sonst es hässlich aus. Das ist für mich. Okay, gut. Wir können es ja noch im Nachhinein ändern. Ja. Witzigerweise kriegt man ja immer dieselbe Karte, wenn man. Okay, und?
Soll ich die einfach an die Rückseite unserer Mauer pinnen? Kannst du machen. Aber dann müssten wir außenrum auch noch bauen. Oder beziehungsweise irgendwie so einen Durchgang machen oder die auf die andere Seite kommen. Na gut, dann mache ich eine extra Mauer für. Ah! Wieso bin ich untergegangen? Also wir könnten ja zum Beispiel noch ein bisschen sozusagen in diese Richtung bauen. Mit Holz und dann sozusagen. Also ich weiß gerade nicht, welche Richtung du zeigst, aber passt schon. Okay. Ich meine die Richtung, wo das große, breite Meer ist. Und da dann so ein Holzsteg wieder hinbauen und da dann mit einem bisschen Abstand, damit man da auch durchkommt aus diesem Dreieck. Was? Hä? Welches Dreieck? Guck mal. Wir haben hier diese fette Mauer mit den Kisten. Genau. Da kommt man nicht durch. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter nach in Richtung Meer gehen und da dann einen Steg bauen, um dann eine Steinmauer zu bauen, um daran die Karte dran zu pinnen, dann würde ich dann aber einen Platz lassen zwischen der Mauer für die Kisten, was sowieso logisch ist, damit wir die Mauer weiterbauen können, um weitere Kisten dran zu klatschen rein. Ich habe eine bessere Idee. Okay, gut. Wir bauen sie einfach hier hin. Wo ist hier? Bei den Tieren. Bei den Tieren? Ja, wir bauen sie einfach hier hin. Weißt du? Okay. Finde ich besser. Da. Dann will ich das aber hier ein bisschen breiter machen, weil sonst... Ja, das nicht. Okay, mach's weiter. Gott ist hinten. Mhm. Haben wir noch Cleanstone? Ja, sehr gut. Nicht mehr viel, aber ein bisschen was. Bringst du noch ein Dings Koppel mit? Mach ich. Können wir das hier reinmachen kurz? Ach, ist das schön. Oh, hau den mal hier rein, den Koppelsding. Und ich glaube, wir brauchen noch einen Rahmen für das Ding. Wie macht man einen Rahmen? Einen Rahmen? Ach so. Wie heißt das Ding? Ja, doch, doch, Rahmen. Heißt das Ding Rahmen? Ja, das heißt Rahmen. Rahmen. Ach, mein Internet braucht so lang. So weit willst du es haben? Ja. Okay. Fangen wir klein an. Nest, ich brauche noch was. Da wollte ich hin. Oh, das ergibt auch Erfahrungspunkte. Wofür? Für, wenn man Steine rausholt. Oh, ja, na klar. Für alles, was du da rausholst. Wir brauchen noch eine Kuh, damit wir Kühe anfangen zu zähmen können. Love. Was brauchen wir noch? Eine Kuh und ein Schaf. Und Eier und so. Ich guck mal, ob ich es in die Richtung was finde. Okay. Ein schwebender Baum. Oh. Sieht man auch nicht alle Tage. Hier macht man einen Rahmen. Ah, scheiße, ich brauch ein Leder. Ach, ja. Scheiße. Okay. Ich brauche erst ein Leder, bevor ich das hier machen kann. Okay, gut. Und für ein Leder braucht man was? Kühe. Weil du brauchst auch Leder. Ich hab vergessen, Weizen mitzunehmen. Das war dumm. Gut. Hast du eine Kuh gefunden? Nein, ich habe Schweine gefunden. Schweine gehen nicht, die reagieren nur auf Karotten. Auf Karotten? Oh, fuck. Na, aber dafür habe ich Eier. Ah, cool. Gut, ich glaube, ich baue noch eine Riege ab, weil wir haben noch 20 Minuten Zeit. Mhm. Und, ja. Da baue ich noch eine Riege. Wenn die Schweine nicht reagieren, dann töte ich sie. Die geben aber kein Leder. Ja, aber sie geben Fleisch. Wir haben genug Fleisch. Wir haben Weizen. Wir haben Brot. Ist mir egal. Ist mir egal.
Egal, ist mir egal, egal. Ist mir egal. Du weißt, dass der Typ inzwischen tot ist? Das Lied ist so tot, wie... Nein, der Typ ist tot, der das gesungen hat. Echt, der Typ ist tot? Ja, das war, ja. Ist mir egal. Was? Bist du gemein? Oh, scheiße. Oh. Ja, bin ich. Fällt dir erst jetzt auf? Naja. Nein, das war nicht. Das ist sehr traurig. Das kommt nicht sehr überzeugend. Das weiß man egal. Das kam aber nicht mit Überzeugung hier an. Also. Weißt du, diese Lieder, die haben mein Leben verändert. Das ist einfach so. Ja, sie haben es schrecklicher gemacht. Ja, genau. Wir sind schon scheiße. Die sind sehr scheiße. Das nennt man, glaube ich, Totenläster, oder nicht? Nein, es ist in Ordnung. Ich meine, wir lästern ja nur über seine Lieder und nicht über ihn selbst. Ja, genau. Also ich kann mir vorstellen, dass er, der Typ an sich, ziemlich nett war oder so. Ja, das Traurige dran, er war Familienvater. Autsch. Okay, das tut mir leid. Für die Familie. Ja. Oh. Aber, und eigentlich, der Typ war eigentlich recht cool drauf anscheinend, also... Ja, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich mochte sein erstes Lied, war auch, fand ich eine ganz kurze Zeit auch ganz okay. Dieses, ja, ich habe vergessen, wie das Lied heißt, also war mir halt was, wie wichtig mir dieses Lied war. Ah ja, genau, Leider geil, glaube ich, war sein erstes, oder? Nein, Leider geil ist von Deichkind. Ah, von Deichkind, ja, stimmt. Genau, das war von Jolana. Leider genau. Geil, ist richtig geil. Ja. Deichkind ist eine meiner Lieblingsbänder. Bänder. Ja, Bänder, ja. Mhm. Oh ja, und welches Buch liest du gerne? Ah, Deichkind. Ich hätte jetzt eher an den Roboter gedacht.